Hallo und herzlich willkommen hier zur zweiten Folge hier im Kader Ingo Thüringen, Version 3.001. Ich werde mal jetzt gleich mal zum Semesterausladen zum BGH fahren und nebenbei gleich einen Kurs mit einfahren mit Ausreißen und Abladen. Dazu ist er angezeichnet und ich werde hiermit auch einen blauen Kurs fahren. Wahrscheinlich werde ich hier ein bisschen mehr schieben müssen. So. Dass er nicht eine ganz so extrem Kurve kommt. Ich hatte gestern ein bisschen Muße, mir so einen kleinen Vorspann einfallen zu lassen, was ich gestalten könnte. Bin dann gespannt auf eure Reaktion, ob das so okay ist. Zurzeit. So, machen wir mal einen Abladepunkt hier. Ne, abladen Mist. BGH. Das geht auch. Das ist logisch. Mist. Man weiß ja immer nicht, wo, ne? BGH. Und Hof 3. Dann weiß ich auch wo. So. Ich wollte jetzt nicht rückwärts fahren. Wir fahren weiter. Und schließen den gleich da oben wieder an. Ne? Am oberen Kurs. Dieses Silo werde ich nicht voll machen. Aus einem einfachen Grund, weil es wäre im Extremfall ungünstig, wenn du was backen würdest. Links und rechts. Könnte ich nicht alles rausbekommen. In dem Falle im anderen vielleicht schon mit dem Kehrbesen. Und doch einen blauen Strich machen. Gut. Blauer Strich. Und ich wollte den Punkt. Ja, das kann ich auch machen. Es war so, dass ich hier vom Förderband, wenn das Förderband soll alles so stehen bleiben. Ja gut, ungünstig. Ich hätte gleich einen Kurs aufzeichnen sollen. Das soll aber nicht ein Traktor fahren. Das muss man sehen, ob das klappt, ne? Das ist die Traktoren tun sich leichter hier mit dem ganzen Kurs. Direkt machen. Aber so der Hauptkurs soll ja eigentlich unberührt bleiben. Weil wenn doch mal ein Fahrzeug stehen bleiben müsste wegen, ja, wegen, weil nicht voll ist oder so, ne? Oder weil nicht genug da ist, dann ist es besser, er ist außerhalb des Kurses. So meine Erfahrung bisher jetzt, was ich so gemacht habe. Müsste klappen eigentlich. Müsste. Deswegen wollte ich eigentlich leer machen, dass ich das auch sehe, dass er voll macht. Nur ist egal. Ich kann ja die Punkte verschieben. Ja, Mist. Kuh. Stall und Hof 3, weil ich war noch ein Hof mit Kuhstall, aber da werde ich wahrscheinlich Gülle nehmen. Das ist mir erst Augenblick, naja, ich kann es auch ändern, aber Anfang ist vielleicht ganz praktisch. Leichter kann man sagen, ne? Gut, dann fahr ich mal gleich den beiseite. Weil dann nehme ich Taktor und dann lassen wir gleich fahren. Denn
Das soll ja ein Traktor machen auf Dauer. So kann ich immer wieder einen losschicken. Am Tag zweimal oder dreimal. Los zur Not, ne? Je nachdem, wie viel da ist. Denn hier ist aktuell nicht viel, aber das wird sich garantiert noch. So. Das habe ich mal den hier genommen, den Traktor hier. Der 53 km/h ist ausreichend. Und kein Anhänger. Werde mal gucken. Und zwar. Beladen Mist und abladen. Und Saatgut. Mist ist ganz unten irgendwo. Der M halt, ne? Ist hier ungünstig. Muss bleiben ein bisschen. Muss ich schauen. Ich suche noch einen Mod, der im Prinzip anzeigt, wie viel beim Gas geben die Reifen durchdrehen würden, ne? Also Verlust eigentlich, ne? Das suche ich jetzt noch. Da hat man irgendwo gesehen. Aber aktuell weiß ich nicht, was das heißt. Und hier, wie gesagt, muss ich ein bisschen gucken. Punkt verschieben. Das ist so. Aber die, wie gesagt, mit LKW das zu machen, ist ein bisschen einfahren. Ungünstig ist immer so, ne? Wie man sieht, ist fast perfekt. Aber nur fast, ne? Aber das ist ein bisschen großzügig. Wir werden ein bisschen nach vorne verschieben. So. Das Förderband ist nicht an. Das ist jetzt aus. Ich muss halt nur entsprechend hier, dass er ein bisschen dichter ranfährt. Ein bisschen. Jetzt war die Lenkung wieder aus, ne? Der Lenker ist das Problem. Wenn ich Spiel starte und es geht nicht, dann muss ich den Lenkrad ausstecken und wieder anstecken. Das ist. Warten, bis der Mist auf die vorne weg ist. Damit ich besser rumfahren kann. Denn so ist er knapp am Punkt, das kann sein, dass es auf Dauer nicht funktioniert. Bisschen besser. Noch besser, wenn er ein bisschen so rumkommen würde. So. Ist nicht perfekt, aber es geht. Es ist hier ziemlich eng und wie gesagt, ich will ja noch durchfahren können im Notfall. Ich fahre hier mal mit. Mal schauen, wie es geht. Beim nächsten Mal fährt er ein bisschen dichter ran. Bisschen und dann sieht es optisch besser aus. Denn so ist ja. Geht es ja nicht in LKW, ne? Oder in Anhänger rein, ne? Ja, wenn das nicht läuft, muss ich mal schauen. Verkaufen will ich, ne? Dass man einen Gang kriegen. Da müsste ich einen Anhänger nehmen. Muss mal gucken, ich habe gerade welche da. Was kostet die Milch überhaupt?
Was kriege ich dafür? Kostet es ja, wenn ich jetzt kaufen will. Nicht da. 1700, das ist nicht schlecht, da können wir mal verkaufen, ne? Nachdem der BGH-Kurs läuft. Sieht gut aus. So, das erste Mal, ich habe gerne dabei, weil das, den Beladen wird klappen, das Abladen muss ich sehen, ne? Das ist wahrscheinlich Punkt auf hier, zu weit nach vorne geschoben, dass ich den nach hinten verschieben muss. Das ist schlecht. Naja, das ist nicht gut. Das soll der nicht so machen. Muss ich einen grünen Punkt machen. Grün. Wäre aber nicht die andere Richtung, ne? Dann fährt er mich geradeaus. Und wenn ich da ankomme. So. Das gibt's doch gar nicht. Ich muss so arbeiten. Und da noch da. Dann mache ich hier grün. Und dann muss er die Richtung nehmen. Der hier, ne? So. Lass mal düsen. Da kann er gerne blau weiterfahren. Ich kann ja noch den Anhänger leer machen hier. Und dann mal schauen. Da ist 12S. Das mag interessant sein, wenn er vom Feld runterfahren will. Ne? Für die Felder würde ich später noch ein paar Kurse einfahren. Gleich wird noch voll und düngen auf Feld Nummer 62, glaube ich, die Wiese. Das wollte ich machen. Hier mal schauen, wie das so funktioniert. Hier sind mir auch blaue Kurse bei. Das habe ich nicht von einem runtergeladen bei Global Company Forum. Also wer das möchte, da kann man es finden. Dann wäre das, ja, ich kann auch einen Link rein tun, wer das haben möchte, oder ich verweise mit dem Link dahin auf einen Kommentar halt. Ne? Wenn es jemand wissen möchte. Ob die Kurse gut oder schlecht sind, das kann ich nicht beurteilen. Ich habe es dann noch nicht viel genutzt. Aber ich sag mal so im ganz großen und groben und groben Ganzen ist das ganz okay. Verkaufsstellen sind drin und die ganzen Straßen. Da kann man sich viel einsparen, ne? Selber einzufahren. Denn das kostet ja auch entsprechend Zeit. Die Feldkurse muss man halt noch machen, ansonsten hat man alles. Ne? Feldkurse sind immer so immer am leichtesten, weil da geht es ja darum, dass man immer die Runde rumfährt. Das ist ja an sich nicht so schwer. Dann kann ich den ganzen Mist von den Kühen in die BGH bringen. Es wird sicherlich noch mehr Mist werden, weil ja mehr Kühe werden mit der Zeit. Die Geburtenrate ist recht hoch, ne? Und das geht schon. Ja, bergauf. Der Anhänger ist klein, ne? Aber das reicht dafür aus, ne?
Der ist ja nicht so extrem groß für die großen für die Ecken und Kanten. Das ist immer günstiger, wenn man einen kleinen Hänger hat. Ne? Gerade bei der BGH ist es ziemlich eng. Und da sagt man so, ist es ganz gut für kleinen. Zumal, wenn du jeden Tag fahren lässt, dann hast du mit 3, 4 Anhänger sicherlich auch leer. Ne? So, hier muss ich noch. Obwohl hier unten müssen die am Pisten, glaube ich, nicht. Wenn der Mist da ist, wird also keine Gülle entstehen. Ne? Ja, hier ist noch Platz für einen Anhänger, ne? Ja, die Sämaschinen, das ist mir ein bisschen blöd, aber da muss ich sehen. Hier müsste ich noch mal tricksen. Denn es hier ist ungünstig. Denn hier will er dann so rumfahren, das ist ja Blödsinn. Das ist ja der blaue Strich dabei, ne? Ja, ist ja gut. Beziehungsweise wir müssen hier eine Abkürzung schaffen. Ich weiß nicht, ob ein blauer Strich so ratsam ist. Aber wenn nicht anders, mache ich den grün. Obwohl das denen auch egal ist, dann wenn der Partout woanders lang fahren will, fährt er woanders lang, ne? Hat vielleicht deswegen kein Kurs gefunden. Oder hat er oben angezeigt gehabt, ne? Ah, ja gut, okay. Ja, so eine Kleinigkeit, wo man halt. Oh, guckt raus. Dürfen weiter reinfahren. Beim nächsten Mal. Hier ist nur wichtig, dass wir den Punkt finden, wo wir entsprechend das. Der hat sogar so ein Ding dran, ne? So ein Anschluss. Wie er jetzt hier rumkommt, ne? Das sieht gut aus. Also. Also das klappt. Kornschieber, na gut, das ist ungünstig. Aber für den Fall wird es reichen. Muss ich gleich mal entlassen. Ne, das soll schon gewesen sein. Ich werde mal ganz kurz umstellen auf normalen Abkipp-Modus F1 und Hupen C. Normalerweise, Oder es geht nicht, weil er hochgeklappt ist. Kornschieber nicht. Hinten. So soll es sein. So, das soll es auch schon vorher gewesen sein. Ich sag mal tschüss und ciao. Ja, morgen werden wir Milch verkaufen. Tschüss. Da geht's aus.